Die Bundesregierung will heute die Krankenhausreform auf den Weg bringen. Dafür steht ein Beschluss des Kabinetts an. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach zielt darauf ab, die Finanzierung neu zu regeln. Zudem sollen sich die Kliniken stärker spezialisieren. Lauterbach will damit eine Schließungswelle verhindern und die Versorgung verbessern. Aus den Ländern und von Verbänden aber gibt es massive Kritik. Befürchtet werden unter anderem längere Wartezeiten und mehr Bürokratie. Und nachgefragt bei Nadine Bader in Berlin. Nadine, wir haben es ja gehört, es gibt scharfen Gegenwind für die Krankenhausreform. Um diese Kritik besser zu verstehen, fassen wir doch vielleicht nur noch mal zusammen, was genau geplant ist. Also diese Reform hat verschiedene Bausteine. Zum einen geht es eben um das Finanzierungssystem. Der Bundesgesundheitsminister möchte den ökonomischen Druck von den Kliniken nehmen, sie aus dem, wie er immer sagt, Hamsterrad herausholen, dass sie eben immer mehr Behandlungen durchführen müssen, um die abrechnen zu können, für die sie dann womöglich eben auch gar nicht qualifiziert sind. Also diese Fehlanreize möchte er aus dem System rausnehmen. Dafür soll es mehr Geld geben für sogenannte Vorhaltepauschalen, also einfach dafür, dass die Kliniken Personal vorhalten, bestimmte Geräte vorhalten, Notaufnahmen vorhalten. Das ist ein Baustein. Ein weiterer Baustein, da geht es um mehr Spezialisierung, darum, Doppelstrukturen abzubauen. Der Bundesgesundheitsminister möchte mehr bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben einführen, beispielsweise was die Anzahl der Fachärzte betrifft, die vorgehalten werden müssen, die Geräte oder die Mindestfallzahlen bei Operationen. Und auch da ist wieder der Hebel die Finanzierung. Das heißt, wenn eine Klinik es nicht schafft, diese Qualitätskriterien für bestimmte Fachgebiete einzuhalten, dann sollen sie diese nicht mehr abrechnen können und dann eben künftig auch nicht mehr anbieten. Das ist so das Ziel, mehr Spezialisierung, mehr Qualität. Ja, so lässt sich das zusammenfassen. Das klingt ja auch erstmal gar nicht schlecht. Warum kommt denn trotzdem von mehreren Seiten Kritik, ja zum Beispiel aus der Patientenschützern oder aus der Klinikbranche? Also es gibt die Sorge, dass auch Kliniken vom Netz gehen könnten, die bedarfsnotwendig sind, absolut notwendig für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Da muss man sagen, es gibt derzeit etwa 1700 Kliniken. Mit dieser Reform wird es weniger Kliniken geben. Da sind sich Experten aber auch weitgehend einig, dass das zu viele Kliniken sind. Und die Länder, die für die Krankenhausplanung zuständig sind, die können sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Die haben diese Krankenhausplanung eben dann nicht sinngemäß durchgeführt. Deshalb kommt jetzt der Bundesgesundheitsminister mit diesem Gesetzentwurf. Aber es gibt eben auch eine große Sorge, dass diese Reform eben noch dauern wird, bis sie umgesetzt sein wird. Und auch jetzt schon schreiben Kliniken ja rote Zahlen. Deswegen fordert beispielsweise die Krankenhausgesellschaft, dass auch mehr Geld jetzt schon ins System gegeben werden muss. Da sagt der Bundesgesundheitsminister grundsätzlich, mehr Geld für das System, für die Abrechnung der Behandlungen wird es aber eben nicht geben, sondern es soll eine Umverteilung und eine Umstrukturierung geben erstmal. Besonders schwierig sind ja auch die Verhandlungen mit den Ländern. Wo ist denn da das Problem? Dazu muss man noch mal verstehen, also der Bund ist zuständig für die Finanzierung, für die Abrechnung der Behandlungen, aber die Länder für die Krankenhausplanung. Und Sie sagen jetzt eben, der Bundesgesundheitsminister redet uns da zu sehr rein, das ist unsere Kompetenz. Und die Sorge dahinter ist natürlich, dass zunächst Landräte, Landrätinnen und die Länder dafür verantwortlich gemacht würden, wenn Krankenhäuser vom Netz gehen. Und ein großer Kritikpunkt der Länder ist eben, dass sie sagen, wir brauchen mehr Flexibilität, mehr Ausnahmen von den Qualitätsvorgaben, die der Bund uns machen möchte, um eben auch die Versorgung in den Regionen weiter sicherzustellen. Dazu muss man aber auch sagen, dass es bereits Ausnahmen gibt, die in diesem Gesetzentwurf vorgesehen sind. Also die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in der Mitte bei dem Streit zwischen Bund und Ländern. Nadine, bei so viel Kritik von allen Seiten, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass diese Krankenhausreform in der Form durchgeht, wie Lauterbach sie geplant hat?
Also man kann sagen, dass bei diesem Gesetzentwurf die Ampelfraktionen wirklich geschlossen stehen. Also anders als bei anderen Gesetzentwürfen wird es da wohl kein großes Problem geben, diesen Gesetzentwurf dann auch durch den Bundestag zu bringen. Aber die Länder kommen natürlich im Bundesrat wieder ins Spiel. Der Bundesgesundheitsminister hat den Gesetzentwurf zwar jetzt so ausformuliert, dass er aus seiner Sicht nicht zustimmungspflichtig ist. Aber die Länder könnten natürlich, wenn sie sich verbünden gegen den Bund, dieses Vorhaben verzögern, in den Vermittlungsausschuss schicken. Wir haben da schon Stimmen gehört, beispielsweise von Karl-Josef Laumann aus Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, wenn nicht unsere Anliegen stärker berücksichtigt werden, dann wolle er sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass das Verfahren, dass das Vorhaben in den Vermittlungsausschuss geht. Und am Ende könnten womöglich auch Gerichte über dieses Vorhaben noch mal urteilen müssen. Bayern zumindest hat schon angekündigt, sich vorzubehalten, gegen dieses Vorhaben in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, weil sie eben sagen, das greift zu sehr ein in unsere Länderkompetenz. Nadine Bader, danke schön nach Berlin.